What? Was ist denn jetzt los? Oh no. Oh fuck, die Wand kommt runter. Wir sind sowas von eingequetscht. Oh no. Hey Horrorfreaks und herzlich willkommen zu dem kleinen Game 3 Minutes. Dieses Spiel geht circa, nicht 3 Minuten, sondern circa 10 Minuten, wenn wir zumindest schlau sind. Dieses wurde mir von Luca, einem Zuschauer, empfohlen und seine Nachricht dazu war: Dies ist genau ein Spiel für dich. Denn in dem Spiel geht es darum, dass wir halt Rätsel lösen. Es ist so ähnlich wie ein Escape Room, kann man sich vorstellen. Ich bin sehr gespannt. Ich würde einfach mal sagen, wir beginnen das Spiel. Code. Choice. Code, Choice, Truth, Fear. Okay. Alles klar. Game has started. You have 3 minutes to get out of the room. Okay, alles klar. So, das geht nicht. Hier ist eine Uhr. Jetzt Apokalypse 444. Das ist der Maya-Tempel. Okay, was genau müssen wir jetzt hier machen? Schere, Bild. Keine Ahnung, was das sein soll. Und okay, können wir irgendwas eingeben? Gut, wir haben 3 Minuten Zeit. Aber was müssen wir jetzt genau machen? Ist das Rätsel hier irgendwie? What? Oh mein Gott, das ist gruselig. Okay. Ich weiß nicht, ob... What? Okay. Holy shit. Oh, fuck. You did it, but it's not the end. It's just the beginning. Na, bin ich gespannt, mein Lieber. Ganz kurz, wisst ihr, was gerade passiert ist? Mein Licht hat sich gerade von alleine ausgeschaltet. Real Talk von alleine. Okay. Ich hab's wieder angemacht. So, Oh, verdammt. Oh, okay. Oh, das ist eine Bombe. Alles klar, wir brauchen irgendwas, um diese Bombe, glaube ich. Okay, das. Aber wir brauchen ja einen Hinweis, oder? Welches Kabel? Hinweis. Ich finde hier tatsächlich keinen Hinweis. Soll ich das einfach nehmen? Okay. Krass. Okay. Es hat funktioniert. Irgendwie hat es funktioniert. Glaub mir, mein Lieber. Schlimmer kann es gar nicht werden. Okay. Close. Das ist ein Bild von einem Haus. Ist das hier?
Oh. Aber woher soll ich denn wissen, wie man das... Oh fuck, was? What? Was ist denn jetzt los? Oh no. Oh fuck, die Wand kommt runter. Wir sind sowas von eingequetscht. Oh no. Toll. Okay, hier gehen wir definitiv nicht rein. Oh! Gerne! Aber warum? Oh, wir müssen die Tür auf und zu machen. Okay, das ist... Okay, wie war das? Unten, okay. Ist richtig? Ich glaube, ist richtig, ja. Okay. Also... Very soon we can meet, but it will be better if you die. Also tatsächlich, es ist noch gar nicht so schwer. Boah, es ist dunkel. Oh, hier. Oh no. Ist es das, was ich glaube? Remains. Otherwise, you'll drown. Okay. Wir müssen es beeilen, bevor wir ertrinken. Oh ja, tatsächlich. Okay, wir haben es geschafft. Warum läuft die Zeit denn immer noch ab? Ist hier irgendwas? Oh. Und ein Schlüssel? Wofür? Wofür haben wir einen Schlüssel? Oh, 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 oh. Noch 1 Minute 50 Sekunden Zeit. Aber für was? Da hinten war auf jeden Fall ein Bild. Was ist das? Ah, da ist noch ein Bild. Okay. Und nun? Was war das? Irgendwas aufgegangen? Fuck, wir müssen uns beeilen, ey. Oh! Oh, 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 you've done it again. It's time for us to meet. Hier lang? Nee, wo? Wo mieten wir uns denn jetzt? Oh, hier lang. Okay, das Spiel ist gut. Eine Taschenlampe ist auch super schlau. Okay, das ist grandios. Okay, das ist bis jetzt echt wirklich sehr, sehr gut. Läuft die Zeit eigentlich auch jetzt ab? Ich glaube, das war's. Oh, tatsächlich, das war's wirklich. Cool. Okay, das war das kleine Game 3 Minutes. Und das war ziemlich cool. Danke an dich, Luca, übrigens, dass du es mir empfohlen hast. Es war ein sehr cooles Game. Ich mag ja tatsächlich solche Games, auch wenn ich mich dabei manchmal sehr dumm anstelle. Es war aber ein ziemlich cooles Game. Also, ja, für diese paar Sekunden. Also, ging jetzt wie lange? Ja, fast 10 Minuten plus mein Gequatsche. Also... optimal. Noch eine kleine Impfung an, nicht, ja, Impfung, natürlich. Noch eine kleine Info an Rande für euch, ich richte mir gerade, oder momentan richte ich mir Twitch ein, also ich versuche da gerade alles zu designen und so. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass es bald eventuell mal Streams geben kann auf Twitch, aber das und vieles mehr könnt ihr natürlich auf Instagram verfolgen,
Denn da gebe ich immer so Infos. Das heißt, falls ihr mir nicht folgt, am Anfang meines Videos kommt da immer so ein kleiner Bogen oder so ein kleines Ding da, was eingeblendet wird, wo dann @DementedHorror steht. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abendtag. Keine Ahnung, wann ihr dieses Video schaut. Haut rein, macht was draus und bis demnächst zu einem neuen Video. Ciao, Leute.